Heute ist Ostermontag und endlich ist der Frühling da. Es ist wieder warm. Letzte Woche in Stromberg war es ja wirklich sehr kalt. Und wir sind heute in der Rhön beim Flowtrail Kreuzberg. Das ist die Karte und geparkt haben wir hier. Hier steht zwar 800 Meter. Ich weiß nicht, ob es ganz so weit ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt hierher gefahren. Hier ist der Start. Der Trail geht dann hier runter. Also jetzt hier auf der Karte irgendwie hoch. Da ist das Ende und dann geht es auf der Straße, kann man hier gemütlich wieder hochfahren. Wir sind jetzt schon dreimal gefahren und der Weg hoch ist ungefähr 20 Minuten. Hier am Start gibt es noch einen kleinen Pumptrack. Und bevor ich euch jetzt die Aufnahmen von der GoPro zeige, zeige ich euch noch mein Ostergeschenk. Das habe ich vom Steffen bekommen. Eine lilane, farbene Sattelklemme. Im letzten Video habe ich euch ja schon die Pedalen gezeigt. Und ja, die lila Ventile habe ich schon ein bisschen länger. Irgendwann kommt noch ein lila Vorbau. Und ja, jetzt zeige ich euch die GoPro-Aufnahmen. Ich werde es immer ein bisschen zusammenschneiden. Einmal bin ich vorgefahren, einmal der Steffen. Und wünsche euch viel Spaß damit. Der Start. Hast du nicht gesehen eben? Oh, staubtrocken. Ja, endlich ist auch mal wieder geiles Wetter. Letzte Woche in Stromberg war es ja arschkalt gewesen. Ui! Ich bin jetzt schon wieder die ganze Zeit nur mit Steffen hinterher gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich die Schilder gucken konnte. Alter, ist das staubig. Mal ein bisschen Abstand halten, ich sehe sonst nichts. Links schwarz, rechts blau. Okay. Steffen ist jetzt die schwarze gefahren, aber da war gar nichts Schlimmes. Schön. Da kannst du auch einfach Meine Augen brennen voll, ey. Boah, ich hab voll die trockene Hals schon. Warte mal kurz, meine Augen müssen sich noch beruhigen. Echt, trotz der Brille? Trotz der Brille brennen die. Als würde ich durch reinsten Staub fahren. Krass. Aber es ist Wahnsinn, keine Ahnung, was das ist.
dass die trockene Luft da irgendwie trotzdem durchgeht, durch die Belüftung. Gerade weil kein Zug kommt, dass sie sich nicht befeuchten. Ja, das kann sein. Okay, jetzt hier über die Straße weiter. Natürlich gucken, dass kein Auto kommt, weil hier, das ist so die Straße, die man dann hochfährt. Steffen gibt auf jeden Fall gut Gas. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier, oder? Das war's? Ja. Schade. Aber es waren jetzt ungefähr 2 Kilometer. Wir haben die geschrieben auch. Das war sauschnell jetzt. Ja, scheint so, als wäre er schon fair. Also was heißt schon, der war jetzt ungefähr 2 Kilometer lang. Wir haben jetzt hier 2,27 und wir sind noch kurz vom Parkplatz zum Start gefahren. Also hier kommt man raus, hier geht zwar noch ein Trail weiter und hier auch, aber der eigentliche Flow Trail ist fertig. Das heißt, wir fahren jetzt hier die Straße da hoch. Wir pedalieren jetzt gerade das vierte Mal hoch und sind hier auf halber Strecke. Und hier seht ihr dieses Holzelement, auch North Shore genannt. Das Teil ist auf jeden Fall auch cool zu fahren, aber ich finde, hier unten seht ihr eine Welle. Also so eine Welle und kann man ein bisschen springen. Finde ich eigentlich cooler als da oben, weil da oben entlang zu fahren ist halt nur ein bisschen, ja, was Gruseliges, aber ansonsten nichts Technisches oder Anspruchsvolles. Wir fahren jetzt wieder hoch zum Auto, es reicht für heute. Generell finde ich diesen Flow Trail hier echt cool. Man muss halt nur bei den Tables ein bisschen aufpassen, wenn man zu schnell ist, dass man da wirklich die wegdrückt, weil sonst fliegt man ganz schön raus. Ja, ich habe so eigentlich alle weggedrückt, weil es mir einfach zu viel war. Also macht's gut, Leute, schwingt euch aufs Bike and grab the equipment ride. Macht's gut, Leute. Schwingt euch aufs Bike and travel and ride. Bye bye. Unten haben wir geparkt. Das sind ungefähr 300 Kilometer zum Start. 300 Kilometer. Was? Halt, halt, halt.